unseren Sprachtrainings zeigt sich eben immer wieder, dass neben sprachlichen Barrieren häufig auch unsere Kultur und eigene Denkweisen es sind, wenn wir uns nicht verstehen. In Unternehmen führt dies häufig zu Missverständnissen und Problemen in der Zusammenarbeit. Und daher helfen wir bei einem bewussteren Umgang, was ist hier kulturell geprägt oder kulturell bedingt? Oder was ist vielleicht auch die Rolle, die mich so agieren lässt? Es gibt natürlich aufgrund unserer Herkunft Kommunikationsstile und Werte, die sich mit einem selbst schwer vereinbaren lassen und Konflikte verursachen. Transparenz und Kommunikation sind hier wichtig. Allerdings glauben wir, dass Selbstreflexion in diesem Zuge ebenso wichtig ist. Je besser du dich selbst kennst, je besser du sagen kannst, was dich prägt, wird es dir in der Kommunikation helfen. Anders gesagt, wie kannst du mich verstehen, wenn nicht mal ich es kann? Ganz neutral betrachtet ist ein Amerikaner jetzt nicht extrovertierter, ein Chinese nicht schüchterner oder so. Er präsentiert sich aber vielleicht so aufgrund seines kulturell gelernten Verhaltens. Ich schaue auch nur durch meine eigene kulturelle Brille und über den Menschen an sich oder ja, wie er eigentlich ist, weiß ich gar nichts. Je fremder, je erklärungsbedürftiger mir etwas erscheint oder auch eine Person mir erscheint, und das ist im interkulturellen Kontext ja schon so, desto mehr stereotypisiere ich. Und das ist nicht nur menschlich schade, sondern auch in der Anpassung an eine globale Welt schwierig. Wir Deutsche beispielsweise erkennen, dass unsere, ich sage mal, direkte Art vielleicht nicht immer zielführend ist. Allerdings verstehe ich interkulturelle Kommunikation als mehr. Vielleicht auf das Einlassen auf einen neuen Teilungsstil oder so. Also ich lasse mich auf mein Gegenüber ein. Gefragt sind hier Bereitschaft und Neugier am gemeinsamen Tun, Sensibilität, Flexibilität, vielleicht auch Geduld. Da denkt jetzt jeder, bin ich sensibel, flexibel. Weiß ich eben nicht, ob man das so ist, wenn jemand mir ständig auf den Fuß tritt oder mein Taktgefühl missachtet. Dann wird es schwierig und deshalb manchmal ein neutraler Tanzlehrer ganz hilfreich. Beruflich fördere ich Toleranz im Team, steigere die Kompetenz in der internationalen Zusammenarbeit. Aus Unternehmenssicht verringere ich das Risiko, dass meine Mitarbeiter abwandern, ein häufiges Risiko, und steigere natürlich auch die Effizienz in meinem Team. Interkulturelle Trainings sind aber eben auch für dich, der sich selbst besser kennenlernen möchte und der sich in seiner Arbeit als auch seinem Denken zwischen den Kulturen bewegt.